Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge DPADMN GAVESZE. Und diesmal bei einer Extremstrecke. Und Bram hat ja nach der Strecke noch nachgefragt, wie ihr hier seht. Also schreibt gerne in die Kommentare auf jeden Fall, wie es aussieht mit dieser wirklich einfachen Wand, die da steht. Ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Strecke und deswegen gehen wir auch gleich mal in-game. So, wir sind dann in-game. Ihr seht, ich habe 10 Fehler gehabt, habe 3 Minuten für die Möcke gebraucht, hat eine Bronzemedaille und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns doch mal die Wiederholung an. Und ich versuche ein bisschen zu zeigen, was man beachten kann. So, am Anfang, da seht ihr jetzt unten rechts, wie Baum schon gesagt hat, kann man einfach nur Gas gedrückt halten, das geht klar. Ich habe ein bisschen nach links gezogen, dann nach rechts gezogen, dann mit dem Bremstrick ein bisschen gespielt, damit ich halt schneller drüber bin. Sobald ich hier lande, mache ich sofort den Stick nach links, wie ihr unten rechts gerade seht, und ich drücke einmal auf die Bremse. Wupp. Da komme ich so ein bisschen in so eine Stoppie-Position, aber dafür bin ich langsam genug, um hier ungefähr zu landen. Und dann kann ich sofort wieder Vollgas geben und bin schon auf dieser Ebene hier drauf. Ja, so, dann hier war schon das erste Schwierige, sag ich mal. Da ist es sowohl möglich, da jetzt langsam rüber zu fahren, aber man kann auch so einen kleinen Bunnyhop darüber machen, was vielleicht sogar noch einfacher ist. Wupp. Hauptsache ist, da gibt man dann schnell Gas und schon ist man auf dieser Holzplattform. Man kann da stehen bleiben, aber ich, wie ihr seht, habe einfach sofort einen Bunnyhop weitergemacht. Bei der Stelle ist einfach nur wichtig, dass ihr viel Gas gebt, damit ich die Bombe nicht berührt. Und hier die Stelle, die mag ich gar nicht, weil da bin ich halt so oft dran verrägt. An dieser scheiß Bombe, also nicht mal an der scheiß Bombe, sondern einfach, weil ich da hinten da gecrashed bin. Weiß ich gar nicht, wie viel Versuche ich da gebraucht habe. Ah, doch, ging sofort. So kann man es machen, muss man nicht machen. Man kann halt versuchen, darüber zu springen, aber irgendwie war ich für diese Stelle einfach ein bisschen zu doof. Aber normalerweise geht das mit einem einfachen Bunnyhop. So, das ist ein bisschen tricky, da bin ich einfach abgerutscht beim ersten Mal. Eigentlich nur auf dieser Schräge landen, das ist eigentlich schon das ganze, die ganze Schwierigkeit mit diesem Obstacle, sag ich mal. Wenn man dann da oben ist, muss man irgendwie versuchen, da unten zu... Ja, also entweder man kann versuchen, komplett drüber zu springen, ist sehr schwer, finde ich. Man kann versuchen, sich runterfallen zu lassen und dann über diese Schlucht zu springen, indem man einfach nur auf ein Hinterrad aufkommt. Ist am... ist schon, glaube ich, am einfachsten, aber immer noch nicht leicht. Man kann sich auch mit dem Hinterrad einhaken, und zwar, wenn man jetzt ungefähr... ja, nicht auf der Position ist, aber wenn mein Hinterrad jetzt, also wenn dieses Fass da oben zwischen meinem Motorblock und dem Hinterrad wäre, könnte man sich so langsam runterlassen, indem man immer wieder ein bisschen rückwärts Gas gibt, aber einfach so runter und dann mit dem Hinterrad rüberspringen ist, glaube ich, echt am einfachsten. So, hier müsst ihr auf jeden Fall schnell hoch, damit ihr über diese Bombe da kommt, und wenn ihr es dann schafft, dann kann man das eigentlich ziemlich in einem durchmachen und hier einfach schnell runterfliegen. Da habe ich ein bisschen verkackt, hatte aber Glück, dass mein Männchen sich wieder entbuggt hat. Und dann, ja, da lasse ich eigentlich, also halt nur nach links und lasse Gas komplett los und dann landet man schon hier. Man kann auch schon auf der Box landen. Dann, also wenn man weiter fliegt, geht easy, habe ich beim ersten Mal gemacht, als ich Team-Up gespielt habe, bin ich direkt auf der Box gelandet. Ist auch cool. Aber auf der Box drauf zu kommen ist nicht so schwer. Da kann man entweder, also wie ihr seht, einfach mit Bunnyhop hoch, da muss man nicht mal diesen Bremstrick machen. Habe ich trotzdem erst ein bisschen gemacht, aber egal. Ja, hier, wie ihr unten rechts gesehen habt, ist eigentlich nur ganz nach links bei der Rampe, wenn man nach oben ist, nach rechts rücken. So ein Standardsprung. Und dann kommt man, den habe ich für die Fans gemacht, dann kommt diese Stelle. Die ist super nervig, weil hier bleibt man noch stehen, weil man sich einhakt bei dem Metallping da unten. Aber jetzt verliert man super oft das Hinterrad. Und da hatte ich halt super Glück, aber war dann natürlich am Ende zu schnell. Und dann musste ich das nochmal machen. Jetzt kommen wir zu dieser Wand. Man kann da langsam hochfahren, aber nicht zu langsam, weil man kontinuierlich Gas wegnehmen muss, damit man an der Wand bleibt. Das ist sehr schwer. Man kann auf diesem Stück, wo ich gerade stehe, mit einem Wheelie stehen bleiben und dann praktisch die ganze Zeit auf einem Rad balancieren und dann so dann nochmal hochfahren. Oder man kann von Anfang an Schwung mitnehmen. Da habe ich versucht, so ein bisschen einfach an der Wand zu bleiben, mich zu orientieren und ein bisschen normal hochzufahren. Aber am Ende bin ich dann doch langsam hochgefahren. Da kommen diese kleinen Röhrchen, die sind nicht so schwer. Hier ist wieder so eine Stelle, da würde ich mich langsam runterkullern lassen und dann Gas geben. Und dann müsst ihr nur noch gucken, dass ihr da irgendwie nicht allzu hoch abspringt, weil sonst, seht ihr, fällt man da runter.
So, dann sind wir wieder hier. Diesmal ein bisschen niedriger angesprungen. Dann bleibt man hier unten schön hängen. Dann kurz vor Ende ein bisschen Vollgas geben, damit ihr da hinkommt. Bei dieser Stelle ist einfach nur wichtig, wie ihr unten rechts gesehen habt, bei der Steuerung, dass ich am Ende einfach kein Gas mehr gebe. Dadurch kriege ich automatisch so einen kleinen Rechtstrall, sag ich mal. Und mit dem Bremsdreh komme ich sofort hier hoch und dann habe ich schon die Map geschafft. Also ist auf jeden Fall eine extreme Map, aber ich glaube, wenn Bram und Sepp die noch ja, ein, zwei Mal oder einfach mit mehr Versuchen spielen würden, würden die das auf jeden Fall schaffen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat geholfen und vielleicht haben die Jungs das ja sogar gesehen, das Video. Über ein Like würde ich mich freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, weil bei mir ist gerade fucking 40 Grad und ich gehe jetzt ins Planschbecken eine Runde schwimmen. Ohne Schwimmen. In diesen 1,50 Meter. Aber egal, kalt ist kalt und bei 40 Grad beschwere ich mich nicht über die Größe vom Planschbecken. Also, haut rein, Leute. Bis später.